Das ist so hübsch hier unten, oder? Das glitzert so schön. Das ist ein Händler, das ist... Was ist das? Ein Heiler? Okay, quatschen wir ihn mal an. Was kann ich tun, um euch im Kampf gegen die lebenden Toten zu helfen? Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Daltin und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Danke für die Warnung, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Oh mein Gott, sie greifen uns an! Ah, sorry, das war jetzt nicht der Plan. Aber es war trotzdem sehr gekonnt. Ja, oder auch nicht. Das haben wir aber auch schon mal besser gesehen. Upsala. Dann die Mutter sollte vielleicht mal. So wie ich das mitbekommen habe, sind die ja diejenigen, die die anderen produzieren. Doch, das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Okay, neues Wissen. Ich, Deckard Kane, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Azylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würgen sie wieder als lebende Tote hervor. Okay. Das ist ja schön, dass man immer noch so ein paar Infos mit reingepackt bekommt, quasi. Das finde ich gut. Hey. Ja, was, also gestern habe ich gesagt, wie gesagt, das auch mal angespielt. Oh, gespeichert. Das ist ja echt ätzend, was hier so, also mit den ganzen Erfolgen und so, das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass hier ständig was aufblitzt, wenn einer meiner Freunde und Kontakte einen Erfolg hat. Das macht das Aufnehmen nicht so schön. Muss ich erst schauen, wo ich das ausblenden kann. Ja. Ich habe einen neuen Rekord erstellt oder so. Okay. 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 Mhm. Gut, gehen wir mal auf. Jetzt ist es schon weg. Neues Wissen. Ja. Also, wir müssen jetzt Mütter töten und die Oberkönigin Guru-Dings da. Da, das sieht doch wie was jetzt ausspuckt. Oh. Ja, da hätten wir dann auch scheinbar schon eine Mutter. Und Tatsache, es ist wirklich einer. Die Art mit den Zaubern gefällt mir hier so total gut. Ich kann nicht mal sagen, warum. Aber irgendwie ist das echt super gemacht. Weil das geht so schnell. Aber es ging ja eigentlich sonst bei Diablo auch, oder? Habe ich jetzt was falsch in Erinnerung? So, da halten wir dann auch wieder die nächste Mutter. Nebenbei frosten wir auch noch ein bisschen. So, diese tollen lebensbringenden Perlen. Wollen wir da runter in den Keller gehen? Komm, wir gehen mal in den Keller. Ratten. Ah, das war vielleicht eine doofe Idee. Das meinte ich mit Flucht. Wollen wir es nochmal versuchen? Nee, wollen wir nicht. Okay, den machen wir später irgendwann. Sorry, aber erstmal die Mütter. Machen wir alles der Reihe nach. Nicht, dass das nachher auch noch eine tolle Quest ist, die wir dann machen. Das fehlt. Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das bloß so ein kleines Monster, das man zufällig treffen kann. Aber... Schön ist, dass es so wenig Energie kostet, sag ich mal. Also noch die Zauber zumindest. Ich weiß nicht, wie später es
Vielleicht schaue ich auch mal bei dem einen oder anderen Let's Player vorbei, der schon ein bisschen weiter ist. Falls ihr da irgendwelche Empfehlungen für mich habt, ich habe immer ein offenes Ohr. So, wir haben hier also auch immer noch Soldaten. Hier haben wir jetzt eine scheußliche Mutter. Den Angriffen ein Ende setzen, zumindest vorerst. Ich werde noch mächtiger. Oh, und damit haben wir dann schon Stufe 3 erreicht. Das geht ja mal schnell. Schockimpuls, eine neue Fertigkeit. So. Ich kümmere mich gleich drum, wenn ich bloß noch ein bisschen entsprechend mich um die kümmern. Wie mache ich das denn jetzt? Inventar? Nein. Fertigkeit. So. War nicht hier? War da? Schockimpuls. Ah, jetzt können wir uns quasi aussuchen, was wir nehmen, ja. Wenn wir den jetzt nehmen, wird der belegt. So. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann nehme ich nämlich trotzdem das magische Geschoss erstmal. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber. So, schauen wir uns mal hier um. Hier brennt... Oh, da gibt es Fleisch. Ein Baumstumpf. Handschuhe. Das bringt mich auf die Idee, dass wir uns ja auch mal ausrüsten könnten. Also, wir geben ihr Handschuhe. Wir ziehen uns eine Hose an. Das sind auch Handschuhe, aber unsere, die sind besser. So, und dann gucken wir uns mal die Oberteile an. Diese 2 plus Hüsse. 61 von 61, 66 von 66. Wir ziehen ihm mal die hier an. Ja, und mehr haben wir auch noch gar nicht, aber das soll uns jetzt gerade nicht weiter stören. Männer haben wir uns ein bisschen ausgestattet. Wo sind wir denn eigentlich hier? Ja, da hinten ist so eine schöne Mutter. Ja, ansonsten, was kann ich dir noch erzählen? Ja, mitbekommen habt ihr ja bestimmt schon, dass ich ja entsprechend Diablo schon gespielt habe, auch Diablo 2 gespielt habe, sehr, sehr gerne gespielt habe. Ich habe es alleine gespielt, ich habe es im Koop gespielt. Koop hatte ich eine Assassine gespielt. Mein Spielpartner hatte damals, oh Gott, ich glaube, Magier oder Totenbeschwörer. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe einen Ausrüstungsplatz. Ja. Jedenfalls haben wir das dann auch zusammen durchgespielt. War ganz gut. Diablo selbst wandelte einst an diesem Ort. Ja. Ah, da hinten blinkt was. Das heißt, das war vielleicht etwas. Oh, was Blaues. Ein papierhaftes Kurzschwert. Blaue Sache. Cool, ganz cool. Hier blinkt was. Da gehen wir jetzt aber mal nicht gleich drauf zu. Also, wir haben einen magischen Gegenstand gefunden. Oh, weg. Besondere Eigenschaften. Ja, gucken wir uns später an. Weil da ist ein roter Punkt. Und da ist auch die entsprechende scheußliche Königin. Die frieren wir mal ein. Und? Oh, wir haben sie schon besiegt. Das ging ja mal schnell. Ich glaube, ich habe wirklich einfach dran. Wie peinlich. Ich muss unbedingt nochmal nach. Oh, da ist ein Waffenständer. Ha, das ist ja cool, dass das alles zusammenbricht. Mhm. Ja, was ist hier so drin in dem düsteren Keller? Nehmen wir einfach mal alles mit. Okay. Ja, kämpfen wir uns einmal durch den Keller durch, würde ich sagen. Vielleicht ist ja was bei, was wir gebrauchen können. Aha, da ist ein Tor oder sowas. Müssen wir
dabei schauen, dass wir nicht zu viel Schaden kriegen, aber es sieht doch alles ganz easy hier aus. Ah. Reicht eigentlich drüber laufen? Ja, das ist ja schick. Grobe Schuhe. Mhm. Dann gucken wir mal wieder ins Inventar.